heimischen Bäume, das sind einfach die Bäume, zu denen ich eine nähere Beziehung hatte. Ich habe einfach gemerkt, das ist der schönste Job der Welt, den man hier hat, sich mit Pflanzen und Menschen auseinandersetzen zu können und das Ganze mit dieser Ruhe, die das Thema mit sich bringt. Ja, in diesem Jahr 40 Jahre Panzer Werkstatt Düsseldorf. Würdest du rückblickend alles wieder so machen? Ja, eigentlich schon. Heute hat es mich zurück zu meinen Bonsai-Anfängen gezogen. Hier hat mich der Virus 1990 befallen und bis heute nicht losgelassen. Ich bin in der Bonsai-Werkstatt Düsseldorf von Berner und bald auch Bastian Busch. Werner, in diesem Jahr feiert die Bonsai-Werkstatt Düsseldorf ihr 40-jähriges Bestehen. Wie kamst du zu Bonsai? In meiner Jugend habe ich in einer Zeitschrift oder in einem Buch, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, habe ich was über Bonsai gelesen. Das war so geheimnisvoll beschrieben, dass ich gedacht habe, das musste mal ausprobieren. Und habe dann einfach mal die erste Pflanze mir zugelegt und versucht, die in einer Schale zu halten. Und so waren die Anfänge. Die Pflanze hat es leider nicht überlebt, aber ich bin am Thema geblieben und bis heute habe ich es noch nicht beendet. Sehr schön. Ja, Anfang, Mitte der 80er Jahre stand Bonsai in Deutschland ja noch in den Kinderschuhen. Was hat dich damals bewegt, sich mit Bonsai selbstständig zu machen? Ich habe ja Biologie studiert und ich habe damals gab es für Biologen keine für mich attraktiven Jobs. Und dann habe ich einfach nach Alternativen gesucht. Und da Bonsai ja mein Hobby war und ich hier ein Grundstück kriegen konnte, das meinem Vater gehörte, habe ich die Möglichkeit genutzt, hier das mal so anzufangen. Und lief das so versuchsweise auch. Und erst als ich gemerkt habe, ja, das könnte was werden, habe ich es dann ernster betrieben. Zu der Zeit gab es ja auch noch gar nicht so viele Möglichkeiten, Bonsai zu kaufen. Da gab es zum Beispiel in Heidelberg ein großes Zentrum. Und in Enger gab es jemanden, der das ähnlich gemacht hat, wie ich es dann auch gemacht habe. Und sonst gab es aber nichts. Ja, und da habe ich schon eine Chance gesehen. Ja. Ich weiß, so Anfang der 90er, wo ich das erste Mal hier war, hattest du ja vom Haus ja noch wie so ein Acker gehabt, so ein Feld gehabt, ja. Und hast da auch noch angezogen. Ne? Ja, anfangs habe ich tatsächlich so angefangen, dass ich von allen heimischen Baumarten mir 50 Pflanzen besorgt habe, Jungpflanzen, und die habe ich auf den Acker gesetzt, um auch ein bisschen Erfahrung zu sammeln, wie die sich so verhalten, die verschiedenen Baumarten, und auch um rauszufinden, wie es dann in der Schale auch funktioniert. Mhm. Aber zuerst habe ich die mal auf den Acker gesetzt, damit sie ein bisschen kräftiger wurden. Damals wie heute hast du dich halt eben der Kultivierung von heimischen Pflanzen verschrieben. Wie schwierig war es in der Anfangszeit, aus den heimischen Pflanzen Bonsai zu gestalten? Damals, ich nehme an, so Mitte der 80er, da war ja Bonsai nur das Importierte aus Japan. Ja, im Prinzip wusste aber eigentlich niemand oder der normale Laie wusste mit Bonsai nichts anzufangen. Dem musste man immer erklären, was es ist. Und die heimischen Bäume, das sind einfach die Bäume, zu denen ich eine nähere Beziehung hatte als zu den Asiaten, und es war dann eigentlich relativ leicht, den Leuten zu erklären,
dass der heimische Baum der ist, den man auch genauso in der Schale halten kann wie eine asiatische Pflanze. Es gab ja tatsächlich so, wo man sagen würde, das ist jetzt ein Bonsai, fertige Bonsai, gab es eigentlich nur Asiaten. Und ich habe dann relativ viele Leute um mich gesammelt, die selber Bonsai gestalten wollten. Und das ist ein ganz anderer Ansatz dann gewesen. Da haben ganz viele aus Jungpflanzen oder mit Jungpflanzen angefangen und wollten dann da ihre eigenen Bonsai gestalten. Und das ist auch aus heutiger Sicht immer noch das Reizvolle an dem Thema. Du hast ja auch recht früh mit Seminaren und Workshops begonnen. Und ich glaube, du warst auch so mit einer der ersten wirklichen Bonsai-Schulen in Deutschland. Wie hast du den Schritt vollzogen und wie läuft das heute? Ja, eigentlich hatte Udo Fischer da wirklich mit angefangen, und zwar die Schola di Arte zu unterstützen, dass die auch in Deutschland Fuß fassen konnte. Und irgendwann habe ich dann auch angefangen, die Klassen zu betreuen. Also ich habe die dann in den ersten Jahren selber unterrichtet und später ist dann der japanische Meister dazugekommen. Und als dann die japanischen Meister der Schola nicht mehr zur Verfügung standen, haben wir dann das so übernommen, dass wir die meisten Kurse selber machen, und der Japaner, den wir dann, den Herrn Katagiri, haben wir dann gewinnen können, unsere Schulen zu unterrichten, sodass wir dann nur noch einmal im Jahr einen Kurs gemacht haben, wo der japanische Meister übernommen hat den Unterricht, und in den anderen Kursen haben wir das dann selber übernommen. Wie kann man sich das vorstellen, dass du sagst, du hast den Herrn Katagiri oder konntet ihr gewinnen? Man ruft ja nicht einfach irgendwo in Japan an und fragt, hör mal, hast du Lust, das zu machen? Oder wie läuft ja, das wir, ab? Wir kennen den Herrn Katagiri schon vorher. Wir haben ja regelmäßig hier japanische Gastreferenten gehabt, und einer davon war der Herr Katagiri. Und der Herr Katagiri ist Lehrer der japanischen Bonsai Association und war auch autorisiert, im Ausland zu unterrichten. Und deswegen war das unser Kandidat. Das ist auch einfach ein netter Typ. Wir hatten eigentlich einen ganz guten Draht zu ihm, und so hat er sich bereit erklärt, das zu machen. Ja, erfreulich ist auch, dass die nächste Generation Busch auch schon mit am Start ist hier bei euch. Bastian, eigentlich die Frage erübrigt sich, wie du zu Bonsai gekommen bist oder wer dich da inspiriert hat. Doch gab es irgendein Interesse oder gab es irgendein Ereignis, dass du irgendwann gesagt hast, ich dachte jetzt damit voll durch? Also ich habe während meiner Jugend hier schon immer gejobbt und den Laden im Prinzip unterstützt. Als mein Vater den Laden hier eröffnet hat, war ich 8 Jahre alt und habe das so ab Kindheit schon erlebt, was Bonsai ist, und habe hier Unkraut gezupft und so weiter, mir das Taschengeld so ein bisschen aufgebessert. Dann habe ich 10 Jahre eine ganz andere Karriere eingeschlagen, und dann gab es ein Buchprojekt. Der Werner war inzwischen Autor geworden und hat Bücher geschrieben, und da brauchte man Bilder. Und dann über dieses Buchprojekt habe ich dann wieder mich öfter hier im Laden aufgehalten, habe Bilder hier gemacht von dem Bonsai. Und das war im Prinzip der Punkt, wo ich wieder Zugang gefunden habe. Ich habe einfach gemerkt, das ist der schönste Job der Welt, den man hier hat, sich mit Pflanzen und Menschen auseinandersetzen zu können, und das Ganze mit dieser Ruhe, die das Thema mit sich bringt. Und dann habe ich die Karriere komplett auf Eis gelegt und bin wieder ganz hier eingestiegen. Mhm. Du warst ja Fotograf oder bist noch Fotograf. Als Fotograf arbeitet ja man in der Bildgestaltung mit Räumen, mit Proportionen, Farben etc. Inwieweit hilft dir diese Kenntnis bei der Gestaltung von Bonsai? Ja, auf jeden Fall total. Also viele Dinge aus der Gestaltungslehre finden sich bei Bonsai ja genauso wieder.
bestimmte Prinzipien wie der goldene Schnitt oder sowas, das greift ja überall und natürlich habe ich eine sehr visuelle Wahrnehmung schon durch den durch meine berufliche Ausbildung und sehe vielleicht bestimmte Dinge schneller, leichter und kann mir bestimmte Designoptionen auch vielleicht besser vorstellen. Mhm. Goldener Schnitt ist ja beim Fotografieren und beim Bonsai-Gestalten im Prinzip dasselbe. Fast. Genau, und auch genauso in der Malerei, beim Bildhauen und eigentlich in jeder Kunst. Das ist eigentlich ein allumfassendes Prinzip. Und ja, klar, hilft das. Ne? Das greift eigentlich ineinander. Ja. Auch andere Dinge wie Abwechslung, den Leerräumen, also Redundanz, Wiederholungen, Symmetrievermeidung oder Betonung. Das sind alles so Sachen, die man in der Fotografie genauso anwendet wie bei Bonsai. Hast du hier auch die gesamte Schule mit deinem Vater und dem Herrn Katagiro durchlaufen? Ich habe das Ganze so ein bisschen in der Kompaktversion durchlaufen. Also wir haben das so beschleunigt, dass ich in einem Jahr an mehreren Kursen gleich teilgenommen habe, weil ich ja schon ein bisschen Background mitgebracht habe. Die Mittelstufe habe ich bei Udo Fischer besucht, einfach um auch nochmal einen anderen Lehrer zu erleben und eine andere Art, wie das von der Schule aufgezogen wird. Und ansonsten habe ich hier meinen Abschluss 2019 als Bonsai-Lehrer gemacht unter Herrn Katagiri. Ja, der hat die Prüfung bei mir abgenommen. Ja. Vater und Sohn hört sich auf den ersten Moment, hört sich im ersten Moment sehr harmonisch und sehr schön an. Ich denke, viele Väter träumen auch davon, sowas im eigenen Betrieb zu haben. Doch birgt diese Konstellation noch einiges an Konfliktpotenzial. Wie läuft das bei euch ab? Alles schöne Trautsamkeit? Ja, also ich bin der Chef und dann klappt das schon. Also, nee, wir haben so eigentlich, jeder hat so Spezialaufgaben, wo wir uns auch nicht ins Gehege kommen. Also der Bastian muss alles mit Computern machen, das nervt ihn schon. Also dann zum Beispiel die Bewässerung ist sein Thema und so. Ich habe dann andere Jobs. Also viel, ich organisiere inzwischen viel, das ist aber auch ja, eigentlich schade, weil an Bäumen zu arbeiten, das war eigentlich der Grund, warum ich das hier gestartet habe und es wird mit der Zeit halt immer weniger. Jetzt hoffe ich, wenn ich mal in den Ruhestand eintrete, dass das dann anders wird wieder, ne? Sodass ich mehr an Bäumen auch arbeiten kann. Aber er lässt dir auch gewissen Freiraum, dass du sagst? Also ich würde sagen, das verläuft überraschend harmonisch. Also es, natürlich gibt es Konflikte, aber die gibt es in jeder anderen Firma zwischen Chef und zweiter Hand immer. So, das finde ich eigentlich überraschend, wie gut und harmonisch das hier verläuft. Wir kriegen das, glaube ich, ganz gut geregelt. Ja. Ja, also der normale Laie, der traut sich hier, hat sich bisher, vorher jedenfalls hier selten reingetraut, weil er nicht genau einschätzen konnte, wie das hier läuft. Also es war ja ein Geschäft, ein Bonsai-Laden. So viele sind natürlich neugierig und wollen sich das mal angucken, aber die befürchten, dass sie irgendwas kaufen müssen oder wie es auch schon häufig ist, man wird dann gleich empfangen und dann zugequatscht und es wird einem was angeboten. So, und viele haben dann so als Alibi einen Sack Erde gekauft, wenn sie wieder gegangen sind, obwohl sie eigentlich nur mal gucken wollten. So, und bei einem Museum ist eigentlich klar, da kann man hingehen, gibt Eintrittsgeld ab und dann kann man unbehelligt wieder rausgehen. Ja, und deswegen haben wir jetzt ganz viele Laien, die sich das tatsächlich einfach mal angucken und dann auch so begeistert nach Hause gehen, dass sie sich weiterhin damit befassen, mit dem Thema. Und ich glaube, das Bild, was die Laien von Bonsai haben, das ändert sich dadurch. Und wir haben relativ viele Touristen, also Leute, die jetzt Düsseldorf einfach mal als Touristen besuchen, die gucken sich das hier auch an, weil es einfach ein besonderes Museum ist. Bilder sieht man oft in Museen oder alte Sachen und hier hat man mal die Möglichkeit, was zu sehen, was man sonst nirgendwo gesehen hat.
So, deswegen bin ich ganz froh, dass wir das so entschieden haben. In diesem Jahr 40 Jahre Bonser Werkstatt Düsseldorf. Würdest du rückblickend alles wieder so machen? Ja, eigentlich schon, weil gut, jetzt weiß ich viel mehr über Bonsai, aber damals war es gar nicht anders möglich und das, ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden, wie es gelaufen ist. Das ist halt ein ganz schöner Beruf, also der sehr erfüllend ist. Da das einzige Problem ist natürlich, dass die, es gab früher, war es jedenfalls immer so, dass es nur wenige mögliche Kunden gab und deswegen waren wir eigentlich meistens knapp bei Kasse. Ne, und das ist, inzwischen ist das schon so ein bisschen anders geworden. Wir sind nicht reich, aber wir können immerhin hier zu dritt ganz gut klarkommen. Mhm. Und gibst jetzt irgendwann auch dann das Zepter an Bastian? Ja, genau. Das wollen wir eigentlich in diesem Jahr noch so machen, dass der Bastian der Boss ist. Ich halte mich dann zurück, ich bin dann immer noch hier, ich verschwinde nicht und beobachte das dann eher so, was hier abgeht. Ja, Bastian, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Dankeschön. Auf dem weiteren Weg. Ja, auch vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte für das kleine Interview. Gerne. Immer wieder gerne. Ja.